Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zum Blackout Club. Ja, das war ja letztes Mal nicht so gut, dann versuchen wir es direkt nochmal. Diesmal hoffentlich etwas erfolgreicher. Und natürlich oben im West Hoadley. Geronimo! Ja. Ich werde mir Mühe geben, mich diesmal nicht erwischen zu lassen. Falls übrigens meine Folge ausfällt, dann liegt es an akuter Versagensangst. Oder es kann sein, dass ich einfach so kolossal episch am Anfang gleich versagt habe, dass ich... Ja. Also es ist meistens so, dass ich einmal am Tag oder alle zwei Tage Blackout Club aufnehme. Beweise verschwinden lassen, das müsste doch fast gehen. Ich habe jetzt gerade das nicht gelesen, aber ja, Beweise verschwinden lassen, die Küche putzen, Blut aufwischen. Ja, wunderschön. Das klingt nach Spaß. Also falls mal zwischendurch irgendwas ausfallen sollte, dann bitte ich sehr wahrscheinlich, weil ich... Okay, wir sind ganz in der Nähe, das ist ja ganz furchtbar. Ich kann mir nicht durch... Ich habe immer Angst hier, dass mich irgendwie wieder irgendwas erwischt. Ihr wisst schon, wie das eine Mal, als plötzlich jemand hinter uns stand. Das war jetzt Glück, dass der mich nicht gesehen hat. Ich würde gerne das Ding da vorne ausschalten. Das hier. Die Tempofalle. Ich weiß, wir müssen gar nicht in die Ecke. Aber um ehrlich zu sein, es wäre mir einfach lieber, wenn sie aus ist. Das Problem ist jetzt, ich komme, glaube ich, hier. Da ist kein Fenster offen und ich komme hier an der Seite nicht durch. Ja, warum kann ich mich hier eigentlich nicht durchquetschen? Oh, ich kann. Ich kann aber nicht weit. Na gut. Ich wollte gerade sagen, hätte ich mir gar nicht beschweren müssen. Die sieht nichts. So eine hat uns neulich versehentlich erwischt. Jetzt weiß ich halt nicht, wo der Typ ist, der sehen kann. Und wir müssen auf jeden Fall über diese... Wo läuft die eigentlich hin? Da vorne ist nur die Luke, durch die die Gestalt rauskommen könnte. Ah nee, warte, wir können ja hier vorbei. Ich wollte gerade sagen, ich muss da hinten über diese Rampe, aber das muss ich ja gar nicht. Ich muss nur hier vorbei und aufpassen, dass mich nichts von hinten erwischt und wie mich die Drohne nicht sieht. Aber mit der Drohne könnte ich theoretisch Glück haben. Ich bin gerade nur ein bisschen paranoid, dass von hinten sich jemand nähert. Da ist wieder jemand auf der Veranda. Scheint ein beliebter Platz zu sein, um festzustecken. Das Gute ist, auf Gras hat denselben Effekt wie Teppich. Man hört uns nicht. Ich würde gerne diese Tempofalle da drüben deaktivieren. Wir müssen unbedingt in dieses Haus. Oh, oh. Ich habe übrigens gelesen, dass die hier schlechter hören, als die, die tatsächlich schlafen. Da ist nochmal einer. Das darf doch nicht wahr sein. Und dass sie wohl ihr Licht nur dann anschalten, wenn sie schon eine Ahnung haben, dass irgendwo jemand sein könnte. Also das, was der da macht, der hat da kein wirkliches Licht. Der macht wohl nur schon mal die Bewegung, um zu üben. Könnt ihr die bitte weggehen? Okay, Küche putzen und Bonusblut aufwischen. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Geh da nicht rein. Ich will nicht, dass du im Haus... Ja, ja, geh weg. Ich brauche keinen von euch im Haus. Es wird schon nervig genug da drin. Wir sind hier im Dunkeln. Ich gehe mich trotzdem mal in der Ecke hier ein bisschen... Ja, der eine ist weg, der andere kommt ja jetzt gerade wieder auch in unsere Richtung. Er schwebt übrigens ein Stückchen über dem Boden, wie es aussieht. Okay, der ist weg. Dann gehen wir einmal darüber.
Es ist ein bisschen unangenehm, dieses Geblitze von diesem roten Zeug. Und wir gehen jetzt gleich da an die Seite zu dem Fenster und über das Fenster dann da rein. Da müssten wir theoretisch schon fast da sein, wo wir hin müssen. Mit ein bisschen Glück ist da jetzt auch keiner. What was next? Okay, Küche putzen. HQ's got the next step. Den toten Vogel einpacken. Oh, warte. Mir ist schlecht. Sie hat das Vieh aufgeschnitten und ist dann weggerannt, um es verbluten zu lassen. Die Stimme in ihrem Kopf ist echt krank. Totes Zeug als Drohung zurücklassen? Ich kenne sie eigentlich, liebt sie Tiere. Gott, ich weiß, dass es falsch klingt, aber bitte pack die Leiche ein und wisch das Blut auf, wenn du kannst. Bonusbeweise 14. Okay. Okay. Übrigens gut zu wissen, dass ich mit O einfach mal kurz pausieren kann. Es ist sehr hell hier drin. Wir haben jetzt Reinigungsmittel im Inventar, das heißt, wir können ganz toll die Küche putzen. Okay. Erstmal Licht ausmachen. Und dann Kiste sammeln. Ich habe gar nicht geguckt diesmal, ob ich irgendwo eine Kiste habe. Und ich hoffe, dass es mich nach dem Putzen... Kann ich eigentlich auch Fenster? Ja, kann ich. Das sollte ich vielleicht öfter machen. Das wird... Oh Gott, wie weit ist denn das weg? Das kann ich nicht öffnen. Ich sollte vielleicht öfter Türen und Fenster einfach wirklich öffnen. Oh Gott, der hat mich gerade erschreckt. Nein, falsche Taste. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier die Küche putzen soll. So, immer hier rüber. Es ist 12.05 Uhr. Ich würde gerne sehen, wo der Typ ist. Wieso hat mir jetzt schon wieder jemand bemerkt? Okay. Wir gehen einfach mal weiter, ne? So. Der müsste mich doch schon längst verloren haben. Oder? Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Vogel... Das kann nicht sein. Das ist schon wieder ein Bug. Das kann nicht sein, dass der mich gesehen hat. Aber wie gesagt, es gibt tatsächlich diesen Bug, dass man... durch Wände gesehen wird teilweise. Eventuell war das der hier jetzt. Aber wir versuchen es trotzdem mal weiter. Das war Pech. Das war gerade einfach Pech. Bitte laufen nicht hier um die Ecke. Wir sind, glaube ich, fast da, wo wir hin müssen. Ja, nicht ganz. Aber ich komme hier nicht durch, oder? Nee, ich komme hier nicht durch. Aber ich kann warten, bis die mich theoretisch nicht mehr jagen. Und dann kann ich versuchen, durchs Haus nach vorne zu kommen.
Beziehungsweise hier übers Gartenmäuerchen. Okay, jetzt haben sie es erstmal aufgegeben. Okay, der ist unangenehm. Hi. Du hässliche Fresse, du. Also ganz ehrlich, die sind echt nicht schön. Wer sich die ausgedacht hat, wollte das. Geh da weg. Ich muss gerade sagen, geh da weg, das ist nicht fair. Wenn man hinten so fest sitzt und der kommt da auch noch, ist das nicht nett. Da vorne ist es irgendwo. Man sieht das hier echt schlecht. Das Gute ist, die Tür müsste offen sein. Da bin ich ja gerade durchgerannt. Das heißt, ich muss nur warten, bis der weg ist. Hoffen, dass er nicht wiederkommt, weil es hier sehr, sehr hell ist. Wo ist der jetzt hin? Erdmännchen, wo ist der jetzt hin? Ist der jetzt wieder ins Haus? Also falls mal eine Folge ausfällt, dann weil solche Situationen mich frustrieren und ich dann einfach mal eine kleine Blackout-Pause brauche. Ich hoffe nicht, dass es passiert, aber ganz ausschließen kann ich es einfach nicht. Ich komme hier, doch ich könnte hier übers Dach klettern, das würde theoretisch gehen. Okay, hier oben fühle ich mich erstmal sicher. Ich weiß nicht, wo der Typ ist, der sehen kann. Ich würde gerne in das Haus, einfach damit wir... Okay. War nicht ganz, wie es geplant hatte. Ich wollte eigentlich auf das kleine Vordach, aber das mache ich auch mit. Ist direkt die Drohne. Das ist ja unschön. Ist die Frage, habe ich da vorne ein Vordach, auf das ich drauf kann? Dreht die Drohne sich mir gleich zu und sieht mich dann. Und ich bin mir tatsächlich sehr sicher, dass unten in den, im Labyrinth... dass das ein Bug war und der mich eigentlich nicht hätte sehen dürfen. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber ich bin mir sehr sicher eigentlich. So, wo muss ich hin? Da drüben? Ja dann, Geronimo. Jetzt muss ich nur sehr aufpassen wegen der Drohne. Oh Gott, den habe ich nicht gesehen. Ich verschwinde mal. Oh nee, jetzt habe ich ihn schon wieder gesehen. Und der nächste kommt. Na toll. Und da ist noch einer. Wir werden sterben. Lass mich. Und die Gestalt kommt. Und ich kann nicht zurück. Warum darf ich in so einer Sache eigentlich nicht einfach abhauen? Okay. Wo ist denn die lustige Gestalt? Irgendwo von da kommt er. Wir werden es nicht schaffen. Ich lasse mich jetzt erwischen wieder. Der ist da. Das Problem ist, wenn ich nicht allein wäre, könnte mich, glaube ich, jemand retten. Wenn ich allein wäre, heißt... Also dadurch, dass ich jetzt allein bin, heißt es im Endeffekt... Ich wiederhole die Dinge jetzt mal. Weil ich die tatsächlich sehr interessant finde. Wenn ich alleine bin, heißt es, glaube ich, einfach nur Game Over für die Mission. Aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Wir wissen jetzt ja im Grunde halbwegs, was wir machen müssen.
message from the club. Danach habe ich am Anfang jetzt auch nicht geguckt, ob wir vielleicht irgendwie schöne Sachen haben. Okay. 43. Vielleicht haben wir jetzt ja den Bug auch nicht mehr. Denn wie gesagt, ich glaube, dass unten war ein Bug. Wir waren, glaube ich, nicht so... Oder? Der ist von so weit her angerannt gekommen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so hätte sein sollen. Aber ich bin mir nicht sicher. Das eine Mal bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es ein Bug war. Ihr wisst schon, als wir da unten in im Labyrinth waren und vielleicht zweimal. Jetzt gerade eben bin ich mir nicht sicher, ob wir den Bug wieder hatten. Oder ob das was ganz anderes war oder einfach gar nichts war. Bisschen riskant, aber... So. Ich möchte gerne gucken, ob hier... Hier ist auch so eine Ecke, in der wir anfangen können, theoretisch. Wir müssen immer noch da rein. Wir müssen ja das Reinigungsmittel finden und Beweise. Wir kennen das ja schon so ein bisschen. Ich bin mal guter Dinge, dass ich hier durchkomme. Und mache das so ein bisschen wie eben. Dass ich jetzt schaue, dass wir hier leise durchschleichen, dann ins Haus kommen, die Sachen sammeln. Nur danach stelle ich mich hoffentlich klüger an. Der hing vorher auf jeden Fall da an der Veranda fest, glaube ich. Jetzt ignoriere ich einfach hier direkt. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall im falschen Raum. Aber ich warte mal, weil die, glaube ich, nicht so nah ans Fenster geht, dass sie... Okay. Nichts da drin. Was für einen Griff habe ich gerade betätigt? Meter. Da müsste, glaube ich, der tote Vogel sein, oder? Ich mache jetzt mal hier auf. Immer in der Hoffnung, dass wir diese schönen Kisten finden. Oh, Dietrich. Sehr gut. Und im Nebenzimmer müsste das sein. Glaube ich. Ich glaube, sie geht gerade gegenüber in das Zimmer, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ja, sie ist im... Jetzt geht sie aber nach vorne. Okay, ich muss aber ja auch nach vorne. Okay, das ist sie. Alles gut. Noch ist alles gut. So. Die hat uns gehört wegen dem Boden. Wegen dem Untergrund. Wegen unseren Taps-Taps-Taps-Taps-Taps-Geräuschen. Aber ich muss noch einen Raum weiter. Ich muss da ins Nebenzimmer. Ich bleib mal lieber im Schatten. Weiß ich eigentlich, wo genau ich hin muss? Spiel nicht pausiert, okay. Okay, jetzt ist sie gerade hinter mir. Was macht der denn da drin? Oh, oh.
Der Putz da drin, das finde ich nicht gut. Aber hier sollte eigentlich... Okay. Okay, alles gut. Ich komme da nicht ran. Ich komme da nicht ran. HQ's got the next step. Okay, und jetzt muss ich sehr weit darüber. Alles gut? Alles gut. Alles gut. Noch ist alles gut. Ich entschärfe erstmal das Ding. Läuft jetzt auf jeden Fall besser. Eigentlich klingt Kücheputzen auch sehr nach bleib oben irgendwo und du musst nicht ins Labyrinth. Was mir sehr, sehr recht wäre. Solange ich im Dunkeln bin, fühle ich mich relativ sicher. Insbesondere, weil hinter uns nicht mehr viel kommt. Animal Control. Aha. Jetzt muss ich gucken. Der sieht uns hier leider sehr schnell mal, wenn es dumm läuft. Der Drohne, der Kegel, da meinte ich. Ich warte ganz kurz hier, wie sich das bewegt. Aber ich habe fast das Gefühl, ich müsste rechts bei den Häusern vorbeischleichen. Kann ich eigentlich auf den Truck? Ich weiß es nicht. Ja, das geht. Das ist ja schön. Ich weiß noch nicht, ob ich da so lautlos wieder runterkomme, wie ich mir das wünsche. Aber wir scheinen hier oben ja ganz gut versteckt zu sein. Da runter in das Haus ungefähr müssen wir. Wenn er wieder in die Richtung da drüben, dann könnten wir vielleicht vorbeikommen. Erstmal ein bisschen gucken, wie der sich bewegt. Erst war in der Mitte, dann ist er ein bisschen nach weiter unten. Jetzt ist er da auf der rechten Seite. Wenn er, solange er rechts ist, könnten wir vorbeikommen. Die Frage ist halt jetzt, bleibt er da oder fliegt er zurück? Ich sollte sagen, sie, die Drohne und nicht er, der Lichtkegel. Jetzt geht er wieder in die Mitte. Kommt mir unangenehm nahe. Gut, keiner hat mich gehört. Uah. Das Problem ist, sobald uns erstmal einer von den Sehenden gesehen oder gehört hat,